Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect 3. Ihr dachtet, in Mass Effect 2 wäre es die Selbstmordmission. Aber nein. 3 ist noch schlimmer. Hey, Commander! Was? Nicht Loco? Tut mir leid. Alles okay? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Ich weiß, das ist schwer, aber das ist nur vorübergehend. Aber erst müssen wir mal gewinnen. Lassen Sie sich von denen nicht den Kampfesmut nehmen. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Danke. Was immer heute auch geschieht, ich werde stolz auf Sie sein. Das bedeutet mir viel, Sir. Hey, viel Glück da draußen, Loco. Ah, Glück brauche ich nicht, nur Erfolg. Atmen die? Ja, die bewegen sich ein bisschen. Ich dachte, die stehen da rum wie festgenagelt. Ich darf hier nicht speichern, das ist, stört mich ein bisschen. Kann ich mit dir da oben irgendwas tun? Okay, da muss ich da hoch und da rum wahrscheinlich. Dann gehe ich erstmal hier rein. Ein bisschen glotzen. Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jacob, halten Sie durch. Wir machen Sie fertig. Trifft's eher. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Grant. Moment, ich verbinde Sie. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grant. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard. Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grant. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grant, Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Miranda Lawson. Moment, ich verbinde Sie. Commander, hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass ich Ihre kleine Party störe. Überhaupt nicht. Geht's besser? Viel besser. Die Lametta-Träger der Allianz haben mein Hilfsangebot nur zögernd angenommen, aber sie können nicht wählerisch sein. Freut mich, dass Sie dabei sind. Shepard, ich möchte mich verabschieden. Verabschieden? Sollten wir tatsächlich beide überleben, wird alles anders sein. Natürlich wird es das. Aber wir machen die Bedingungen. Bis jetzt sind wir immer weggelaufen. Das muss aufhören. Ich verstehe. Das ist kein Abschied. Sie müssen daran glauben, dass es nicht vorbei ist. Wenn Sie das sagen... Okay, es ist nicht vorbei. Gut. Und Miranda? Ja? Vorsichtig sein. Sie auch, Shepard. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Said Masani. Moment, ich verbinde Sie. Ich dachte schon, Sie würden es nicht schaffen, Shepard. Zum Glück habe ich mich geirrt. Bei Ihnen alles okay, Said?
Ja, ja. Hoffentlich haben sie eine richtig gute Ansprache, die alle motiviert. Die könnten wir brauchen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn wir es jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Was sie nicht sagen. Irgendwie fühlt es sich gar nicht wie ein richtiger Bodenkrieg an, wenn die Gegner größer sind als verdammte Wolkenkratzer. Aber es bringt nichts, darüber zu reden. Ich bin einsatzbereit, wenn sie es sind. Zerlegen wir die Schweinehunde. Kann ich sie sonst noch mit jemandem verbinden? Steve Cortez. Moment, ich verbinde sie. Commander, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass das auch für Sie gilt, Cortez. Ich will auf meinen Piloten nicht verzichten. Dafür entschuldige ich mich. Es wurde zu heiß und ich musste weg. Ich dachte, ich drehe noch eine Runde und komme dann zurück. Naja, es war keine meiner Glanzleistungen. Mit meiner alten Trident hätte die Sache anders ausgesehen. Wichtig ist, dass wir das Flakgeschütz ausgeschaltet haben. Absolut. Und jetzt sind die Reaper dran. Das ist der Plan. Wir schaffen das. Zum Glück bin ich dabei. Und Commander, danke, dass Sie mir den Glauben zurückgegeben haben. Sonst, es hilft, wenn man wieder einen Sinn im Leben sieht. Wachsam bleiben, Cortez. Jawohl, Sir. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Samara. Moment, ich verbinde Sie. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Sie wiedersehen würde, Samara. Es war höchste Zeit, dass ich in Ihre Schlacht ziehe. Sie haben mir im Kloster sehr geholfen, Shepard. Danke, dass Sie sich revanchieren. Nur an Ihre Taten wird man sich erinnern. Mögen Sie wohl überlegt sein. Leben Sie wohl. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ich bin fertig. Jawohl, Sir. Jack ist gerade schwer beschäftigt. Deswegen kann ich gerade nicht mit ihr reden. Die ist halt gerade einfach zu beschäftigt. Ich meine, mit Rex konnte ich auch nicht reden. Oder? Ich möchte, dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf unnahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Shepard, das ist dann wohl... Wie in alten Zeiten? Vielleicht sagen wir das jetzt zum letzten Mal. Denken Sie, wir verlieren? Nein. Wir befördern die Reaper zurück in das schwarze Loch, aus dem sie gekrochen kamen. Und dann setzen wir uns irgendwo in den Tropen zur Ruhe und leben von den Tantiemen der Videos. Wir treffen uns dort. Wenn das hier vorbei ist, dann ist Schluss mit der Galaxieretterei. Lassen Sie Platz für die ganzen Autogramme. Wir müssen nur erst die Reaper schlagen. James hat gesagt, auf der Erde gibt es ein altes Sprichwort. Sei im Himmel eine halbe Stunde, bevor der Teufel von deinem Tod erfährt. Ich weiß nicht, ob Turianer und Menschen denselben Himmel haben, aber falls wir beide dort enden sollten, ich bin an der Bar. Drinks auf mich. Wir sind ein Team. Shepard ohne Vakarian geht nicht, also ducken sie sich, wenn's sein muss. Das können Turianer nicht. Ich werde improvisieren. Und Shepard, verzeihen Sie die Insubordination, aber Ihr Freund hat einen Befehl für Sie. Schicken Sie sie in die Hölle. Dafür wurden Sie geboren. Leben Sie wohl. Und wenn ich in dieser Bar stehe und Sie nicht, dann werde ich herabsehen und Ihnen Deckung geben. Primarch Victus. Ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Ich wollte mich persönlich revanchieren. Aber es ist traurig, dass Ihre Welt so aussieht wie unsere. Okay. Warum sind Sie nicht wieder auf Pelerin? Der Krieg wird auf der Erde gewonnen oder verloren. Nicht auf Pelerin. Alles entscheidet sich in diesem Moment.
Und man wird wissen, dass die Turianische Hierarchie den Tapferen beistand. Ich konnte nie richtig mit Ihnen über Ihren Sohn reden. Er hat einen Fehler aus der Vergangenheit wieder gut gemacht. Leider kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Ihr Sohn hat seinem Namen Ehre gemacht. Er war ein Held. Danke, Commander. Das zu hören bedeutet mir sehr viel. Wie ist die Lage auf Pelavan? Erdnot Rex hat Wort gehalten. Die Kroganer haben furchtlos bis zum letzten Soldaten gekämpft. Dadurch konnten wir Zivilisten evakuieren. Dennoch waren die Reaper zu stark. Die einzige Hoffnung für meinen Planeten ist ein Sieg hier auf der Erde. Gut, dass dieses Gespräch möglich war. Viel Glück, Commander. Ist ja auch kaum Druck. Viel Glück, Commander. Wir haben Feinde im Einsatzgebiet. Alles geschützt. Hehe, wie platzen. Schöne Telefonzelle. Geht doch drauf. Ich darf nicht selbstständig speichern, das stört mich. Das macht mich ein bisschen unruhig. Wie sind unsere Verluste? Es wurden kaum noch Verwundete hergebracht. Immerhin etwas. Wie kommen Sie klar, Liara? Das ist es jetzt, oder? Ja, das ist es. Was soll ich dazu sagen? Die kleinblauen Kinder werden enttäuscht sein, dass ich keine Rede hatte. Wir denken uns eine gute Geschichte aus. Ich habe etwas für Sie, Shepard. Ein Geschenk. Dauert nur einen Moment, wenn Sie's wollen. Was für ein Geschenk? Weißt du noch, als ich mein Bewusstsein mit deinem verbunden habe? Ich kann dir einige meiner Erinnerungen zeigen. Asari tauschen sie manchmal aus. Mit Freunden oder Bindungspartnern. Kann auch eine Form von Abschied sein. Zeig's mir. Augen zu machen. Ich danke für alles. Ich liebe dich. Und jetzt tun wir das Notwendige. Wie ist dein Zustand?
versuchen Sie, Ruhe zu bewahren. Ich bin Chirurgin! Wir haben kein Medikin mehr und Ihr Chirurg wurde von einem Reaper getötet. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Ich sage Ihnen, was Sie tun müssen. Sie sind jetzt seine einzige Hoffnung. Das Wichtigste ist, die Blutung zu stillen. Wie? Haben Sie Handtücher oder Bandagen? Dann nehmen Sie Ihre Bluse, reißen Sie einen Ärmel ab und... Moment, da kommt was in unsere Richtung. Warten Sie. Moment. Okay. Sie sind an uns vorbei. Sie müssen Ihren Ärmel in Streifen reißen und daraus eine Aderpresse machen. Okay. Moment. Okay. Und jetzt binden Sie das direkt über seinem Knie zusammen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Machen Sie einen Knoten. Ich versuch's. Okay. Um sein Knie. Oh, verdammt, ich krieg's nicht fest genug. Fest so viel Blut. Nochmal. Ziehen Sie fester. Okay. Ich versuch's nochmal. Ja. Jetzt hat's geklappt, glaube ich. Wie ist sein Zustand? Bleiben Sie bei ihm. Wenn es wieder blutet, geben Sie mir Bescheid. Sie schaffen das schon. Ja, okay. Danke. Aber noch so eine Nacht werden wir bestimmt nicht überleben. Sammy, wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Schreib mir bitte zurück. Die Leute gehen da rein und wenn sie rauskommen, sind sie anders. Nicht mehr menschlich. Ich höre die Stimmen in meinem Schädel kriechen und flüstern. Sieh nicht auf, bis ich dahin gehe, wo die anderen waren und zu so einem Ding werde. Oh Gott, bitte soll er aufhören. Ich höre nicht auf die Stimme. Ich gehe da nicht rein. Ich kann machen, dass er aufhört. Ich weiß, was zu tun ist. Doktor? Ja, ich bin hier. Der Corporal atmet nicht mehr. Fühlen Sie einen Puls? Nein. Er ist tot. Sie haben Ihr Möglichstes getan. Wir holen Sie bald da raus. Das glaube ich nicht. Einer der großen Reaper kommt direkt auf uns. Dann laufen Sie, weg da! Das funktioniert nicht. Sie kriegen dich immer. Und dann verwandeln Sie dich in einen von diesen Dingern. Sie müssen es versuchen. Los! Nein. Ich habe die Waffe des Corporals. Ich werde es beenden, bevor Sie mich finden. Beenden? Sie meinen... Nein, tun Sie es nicht! Leben Sie wohl, Doktor. Warten Sie! Nein! Sind Sie noch da? Hallo? Sind Sie da? Verdammt. Würde ich genauso machen. Als Drachni die Galaxie vor 2000 Jahren in die Knie gezwungen hatten, als alles verloren schien und das Ende nahte, da führte ein Wort den tödlichen Schlag. Ein Wort trieb die Monster zurück in den Höllenschlund. Und ein Wort brachte den Tod zu einem Feind, den niemand zu bekämpfen wagte. Dieses Wort lautete Krogana. Und heute erheben sich die Kroganer erneut. Heute schmieden wir einen neuen Pfad und schließen unsere Galaxie als Verbündete im Sieg an. Heute! Erkämpfen wir unsere Zukunft! Shepard, Sie haben es geschafft. Was auch immer heute noch passiert, Ihnen ist gelungen, wozu sonst keiner in der Lage war. Sie haben eine Galaxie geeint. Das ist bereits ein großer Sieg. Und keine Sorge, ich weiß, warum Sie gewinnen werden. Weil Sie die Krogane an Bord geholt haben. Oh, und Bakara lässt Ihnen Grüße ausrichten. Sie ist bereits schwanger. Es bringt eben Vorteile, der Clanführer zu sein. Aber sie besteht darauf, den ersten Morden zu nennen. Wie auch immer, gehen wir's an. Was ich Ihnen noch sagen wollte, Shepard. Die Erde erinnert mich an mein Zuhause. Ich glaube, Sie könnten auch einen neuen Planeten gebrauchen. Schon okay. Auf Duchanka ist genügend Platz. Und wir haben einen Wachhund namens Kalros. Wir sind bereit, Shepard. Wir warten nur auf Ihren Befehl.